Gut, ich hatte vor der Pause angekündigt, die süßeste Marke des Markenkongresses. Und das ist natürlich die Marke Katjes. Und die ist nicht nur süß, sie ist auch innovativ im Sinne von Götz Ulmer. Sie macht Dinge anders, sie ist diverser und sie ist nachhaltiger. Und eine wesentliche treibende Kraft hinter der Marke Katjes ist ihr Marketing, ich sage jetzt mal Marketingmensch, aber CEO und Miteigentümer Tobias Bachmüller, Gesellschafter, sehr, sehr langjähriger CEO, 28 Jahre haben wir uns vorhin abgestimmt. Ich kenne ihn, glaube ich, schon seit über 30 Mal, so entfernt zumindest. Die KI hat auch einen Song programmiert, der heißt Conscious Sweets. Herzlich willkommen, Tobias Bachmüller. Ja, wir fühlen uns sehr geehrt und ich fühle mich auch ein bisschen eingeschüchtert durch diese tollen Vorträge der Schweizer Marken. Also seien Sie gnädig mit mir. Ja. Der Titel ist Marketing als Spielidee. Das ist ein Begriff aus dem Sport. Und Überraschung, er ist nicht von Roger Federer. Kommt jetzt ein Zitat. Das ist von Carlo Ancelotti, dem wohl erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt. Und das lautet, Fußball ist ganz einfach, es ist Verteidigung und Angriff. Verteidigung kann man organisieren oder ist Organisation. Angriff dagegen ist Talent und Kreativität. Das kann man kaum trainieren und ich will diese Kreativität nicht durch zu viel Kontrolle trüben, sagt der erfolgreichste Fußballtrainer der Welt. Und das Zitat hat uns so super gefallen, genauso denken wir. Genauso denken wir. Wir gewinnen auch erstaunlich viele Preise, auch Kreativpreise, und anders als viele andere Industrievertreter freuen wir uns darüber. Ja, die nicht kriegen, sagen ja immer, ja, das ist, ja. Ich sage auch nachher, wir sind auch wirtschaftlich nicht ganz unerfolgreich. Das macht es dann auch leichter. Wir glauben, dass die Kreativität uns treibt. Ja, und unseren Erfolg treibt, und das beziehe ich ausdrücklich nicht nur auf die Marken, sondern auch auf die Mitarbeiter. Man soll die Kreativität nicht durch zu viel Kontrolle trüben. Ich bin selber der CMO auch die ganzen Jahre, bin aber auch der Gruppen-CEO. Wir sind inzwischen rund 900 Millionen groß. Deshalb, selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Kreativität nicht durch die Kontrolle trüben, weil ich gar nicht da bin. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis unseres Erfolges. Ja, wer sind wir? Wir sind ein reines Familienunternehmen, Herr Fassin. Wir machen das seit 20 Jahren zusammen. Herr Fassin ist der einzige Sohn des Gründers und ich bin vor 28 Jahren dazugekommen, weil Sie sehen das an der Altersdifferenz. Damals war er noch im Studium, ich glaube so ungefähr so alt wie Herr Dr. Feige. Ja, und ich war damals der Chef von Milka in Deutschland. Und da hat man jemanden gesucht, der da eine Brücke schlägt und die schlagen wir jetzt seit 20 Jahren. Wir sind nur zwei Gesellschafter. Herr Fassin hat 90%, ich habe 10. Wir können die aber beide vererben und Sie sehen, das ist uns wichtig. Wir haben jeweils 4 Kinder, hervorragend abgestimmt. Es kann aber jeweils nur ein Kind dann nachher auch in die Geschäftsführung. Warum ist uns das wichtig? Weil so denken wir. Alles, was Sie nachher sehen, also unser Erfolg ist wirklich ganz gut, ist überhaupt nicht Exit-getrieben. Ja? Das interessiert uns nicht. Wenn man die Zahlen so sieht, denkt man, die wollen das hochpumpen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eher davon überrascht. Weil wir haben eine andere Perspektive. Unsere Perspektive, und ich wurde gerade ja auch interviewt, wie wichtig uns denn zum Beispiel Nachhaltigkeit ist. Unser Kernerfolg beruht ja darauf, dass wir das Fleisch, also Schweinefleisch in Form der Gelatine aus den Fruchtgummis rausgenommen haben und es vegan gemacht haben, senkt den CO2-Footprint um über 20%. Auf sowas sind wir stolz und das ist für immer. Ja, es ist nicht nur so, dass man irgendeine Biogasanlage anschließt oder sowas. Viel interessanter ist, wenn das Produkt selber besser wird und nachhaltiger.
So, das ist unser Laden. Ich gehe nicht auf alles ein. Wir sind, wie gesagt, 900 Millionen ungefähr groß jetzt. Wir haben uns in den letzten 5 Jahren verdoppelt und die 5 Jahre davor auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so weitergeht, denn wir sind selber ein bisschen davon überrascht. Das, was Sie in rosa sehen, das ist im Grunde das Stammgeschäft. Katjes finden Sie auch bei Migros oder Coop. Dann haben wir noch ein paar Marken gekauft, also Wick, Bonbons für Europa, Heubrause und so. Da gehe ich nachher drauf ein, um diese Idee, der Spielidee auch zu erklären. Bei Katjes International akquirieren wir Marken, das ist inzwischen auch der größte Teil. Und seit ein paar Jahren gehen wir auch aus der Süßware raus. Sie sehen da My Müsli oder Cookie Bros. Genius ist ein glutenfreies Brot, also oder Vegdog, also veganes Hundefutter. Das heißt, wir versuchen da unsere Kompetenz in Marken, denn die Frage ist ja, ja klar, wollen die immer von unser Geld und wir sind dann lästig und reden auch über die Marken mit. Ja? Also wir sind ein richtig lästiger, strategischer Investor. Weil Geld haben alle, wir aber, glaube ich, haben eine Idee, wie man es auch vorwärts bringen kann. Ja? Auch die Bedeutung der Marken, für Sie ist das alle selbstverständlich, für die meisten Gründer nicht. Wir kommen oft zu Gründern, die in klein und schwarz-weiß irgendwo da auch noch die Marke drauf haben und dann aber tollen Produkteigenschaften über und über. Dagegen ist die Marke ist ja von Anfang an wichtig, um die Bindung und das Vertrauen aufzubauen. Und das ist uns als Grundsatz einfach wichtig. So, was machen wir dann bei Katjes? Ich habe das schon gesagt, die Grundidee ist ganz einfach, die Spielidee, wir machen nicht diese langen Positionierungscharts, die Sie wahrscheinlich in Ihrer Ausbildung alle haben machen dürfen, ja, die Agentur meistens nur verwirren, sondern wir versuchen, die Idee in einem Wort zu sagen, in einem Wort. Und alles andere, man ist kreativer, wenn man nicht 10 Zeilen Reason Why und Reason to Believe und ich weiß nicht, was alles hat und die ganzen Zielgruppen, Zielgruppe sagen wir schon, aber die ergibt sich aus der Grundidee. Wir machen das in einem Wort und alle, die darauf arbeiten, müssen das eine Wort einfach nur kennen. Und von da aus ist der Weg einfach breiter. Ja? Also wenn ich sage Spielidee und was ist die Verteidigung? Ein verteidigungsfähiger Vorteil, ein verteidigungsfähiger Vorteil. Deswegen kriege ich immer Riesenovationen, wenn ich in der Betriebsversammlung sage, das Marketing beginnt in der Fabrik. Ja, wir haben auch diese Trennung, also Herr Fassin macht die ganze Supply Chain, ich mache mehr so den Angriff. wir sitzen fast nebeneinander und quatschen drüber. Da gibt es nicht so diese typischen Geschichten, die ich noch aus dem Konzern von früher kenne, wer ist schuld oder wer hat Recht, sondern es geht darum, dass das Ganze eine Linie ist. Ja, und das soll auch, und deswegen, ich halte so ähnliche Vorträge in der Betriebsversammlung, das ist für die Gewerkschaftsvertreter manchmal überraschend, ja, aber es geht darum, dass alle verstehen, womit wir Kunden gewinnen wollen, wen wir überzeugen wollen und wie wir die Zukunft gewinnen wollen. Das ist unser Streben. Ja, und hier das eine Wort ist einfach vegan. Punkt. Weil die ganze Kategorie ist ja begründet damit, dass man eben Gelatine reingetan hat, damit das gummiartig wird. Wenn man keine Gelatine reinpackt, wird das nicht gummiartig. Wurde das nicht gummiartig. Was ist gummiartig? Ziehen, aber auch wichtig, die Retraktion. Und wenn ich beim Kunden bin, unsere Spieler, wie gesagt, sind unsere Produkte, deswegen habe ich 3-mal mitgebracht, statt Roger Federer. So. Und ich zeige mal, was unsere Spieler so können. Ich kann es jetzt an jedem, aber ich suche ein bisschen Größeres, damit sie es auch sehen können. Ja, so, das ist ein Fruchtgummi, heißt übrigens Peace and Love, haben wir vor dem Ukraine-Krieg rausgebracht. Ja, so, ich ziehe und Sie können alle sehen, dass es sich wieder zurückzieht. Zaubertrick. Ja, verteidigungsfähiger Vorteil. Ich wiederhole es. Und beim 3. Mal zauber ich es weg. Ja? Also, ein verteidigungsfähiger Vorteil, den jeder unserer Kunden versteht, denn der Kunde will gerne ein nachhaltigeres Produkt und will es auch lieber ohne Gelatine haben, aber er will natürlich nach wie vor dieses Gummiartige haben. Ja? Der Kunde will immer alles und wir sind dazu da, das zu liefern. Ja?
Also ich habe auch schon gesagt, dass wir dadurch auch gleichzeitig natürlich nachhaltiger sind, aber wir sind auch nicht mehr an den Fleischpreisen. Sie kennen den berühmten Schweinezyklus, dem folgt auch die Gelatine und wir sind raus. Weil wir machen das im Wesentlichen mit Stärke, verschiedene Stärken. Ja, also Kartoffel oder weiß ich was. Ja, ist aber auch noch der Prozess, das ist Gott sei Dank, sonst könnte es jeder nachmachen, steht ja hinten drauf, was drin ist. Ja, ist aber auch ein bisschen der Prozess. Das ist so wie beim Kochen. Sie haben ein paar Zutaten und trotzdem müssen Sie auch noch fein schwenken. In der Schweiz weiß man ja, wie man gut kocht. In Nordrhein-Westfalen ist es nicht immer so, aber ich habe vorher gut gegessen. So, ja. Dieser Spieler hat eine Eigenschaft, ja, ist rein pflanzlich. Eine Ausnahme haben wir, das muss ich zugestehen, das ist Joghurtgams. Da ist auch keine Gelatine drin, aber da ist natürlich Joghurt drin. Sonst dürfte es nicht so heißen. Und das ist ein großes Produkt, deswegen ist das nur vegetarisch. Ja, und nicht. Gut. Und so erkläre ich das auch immer unseren Handelskunden, wenn dann manche meinen, das muss man noch strikter machen. Nein, muss man nicht. Man muss nur ehrlich sein. Uns draufschreiben. Und das können wir gut. Ja, also die Differenzierung habe ich Ihnen, glaube ich, hoffentlich ganz gut nachgebracht. Das Wichtige ist aber, dass wenn wir das draußen zeigen, nicht einfach nur blutende Schweinehälften zeigen. Es gibt auch im YouTube solche Videos und ich bin mir sicher, unser Hauptwettbewerber denkt, die sind von uns. I swear, sie sind nicht von uns. Ja? Das irgendwelche ZDF-Reporter, die die Welt retten wollen, ja, mit Horrorvideos. Die sind nicht von uns. Also ich habe auch nichts dagegen, um es klar zu sagen, weil es ja auch die Wahrheit ist. Ja? Und der Journalismus zeigen, was die Wahrheit ist. Aber wir sind ja in der Kategorie, die eigentlich niemand braucht, die trotzdem die drittgrößte im Lebensmittelhandel ist. Ja? Weil Menschen, anders als Tiere, eben, habe ich schon beim guten Essen gesagt, auch Genuss wollen. Es geht nicht um den reinen Kalorienintake, sie wollen Genuss, sie wollen Unterhaltung. Und sie wollen auch nicht nur Zucker, wie vielleicht manche denken, sonst können sie einfach die Würfel oder die Tütchen nehmen, ja? Sondern es geht darum, dass das Ganze auch eine Story und ein Entertainment hat. So ist das bei Naschen. Naschen, ich komme nachher noch zum Schluss zu einer Marke, die die meisten Deutschen aus ihrer Kindheit kennen, sind eben, irgendjemand hat es vorher sehr gut gesagt, Kindheitserinnerung, aber beim Tourismus. Ja, so ist es auch beim Naschen. Und diese Erinnerungen müssen schön sein und unterhaltsam. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich großartig finde, das ist, dass die Fernsehnutzung zurückgeht, die lineare Fernsehnutzung. Alle beklagen sich darüber, also gerade in unserer Zielgruppe, das sind Frauen von 19 bis 39, das Kind interessiert das Vegane überhaupt nicht, das mag es gerne schön bunt und quietschig. Und die schauen alle nicht mehr lineare. In der Zielgruppe ist die Fernsehnutzung in den letzten 5 Jahren um 55% zurückgegangen. Viele klagen darüber, ich finde es ganz toll. Warum? Wir machen es natürlich jetzt größtenteils digital. Ausnahme ist jetzt, wenn wir vom Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, werden wir natürlich auch Fernsehen machen, ist ja klar. Man muss auch so einer Marke Breite geben. Wir versuchen zu unterhalten. Und im Digitalen ist es ja so, jetzt außer YouTube, was vorher genannt wird, das ist ja einfach unskippable und paid, aber die anderen paid, wo wir gut targeten, da sehen wir ja, wie viele die ersten 3 Sekunden dabei bleiben und, also ich habe nur 15er, deswegen zeige ich die immer zweimal, real life, wir haben gar nicht diese 60er oder 3-Minuten-Dinger, ja, die sehen schön aus, aber die sind ja nicht für den Konsumenten gebraucht. Wer bei Insta durchscrollt und nach seinem Algorithmus, also ich überscrolle fast alles, deswegen weiß ich, dass das erste Bild darf erstmal schon mal nicht die Marke zeigen. Ja, da scrollt jeder weiter. Sondern es muss irgendeinen Hook haben. Und was ist bei vegan der Hook? Tiere. Unsere Spots beginnen immer mit Tieren. Ja, ja, jeder sieht gern Tiere. Ja. Und unsere Tiere, die ich nachher im Spot zeige, die leben auf einem, früher hat man gesagt Gnadenhof, die leben auf Lebenshöfen, ein viel schöneres Wort. Und unser Grundmotto ist ja, jedes Leben ist wertvoll. Bevor ich aber diesen Spot zeige, der eher ruhig und charmant wie Katzenvideos oder Hundevideos ist,
zeige ich Ihnen zwei Plakate, auf die wir wahnsinnig stolz sind. Als erstes zeige ich ein Plakat, da ist eine 107-jährige Frau drauf. Das haben wir geschaltet während Corona, da war Plakat unglaublich billig. Ja. Haben wir Deutschland mit zugeknallt und es ist aber, ja, ich bin auch ein Schnapperkönig. Ja. Es ist aber nicht nur der Schnapperkönig, sondern dieses Plakat ist in 2021, aber wohl für 2020, das beste Plakat des Jahres in Deutschland. Wir haben den goldenen Nagel dafür gekriegt vom ADC. Wie gesagt, wir lieben Kreativpreise. Ich weiß genau, wer sie nicht liebt, die sie nicht kriegen. Ja? Wir lieben die und die kleine Anekdote, ich wollte ihn jetzt stolz hochhalten, ist mir aber heute Morgen bei der Sicherheitskontrolle abgenommen worden. Ja, wenn ich es genauer angucke, sieht auch ein bisschen waffenmäßig aus. Ich kriege ihn aber im Fundbüro wieder, wenn ich wieder da bin. Ja, so ist mein Leben. Ja, voller Abenteuer. So, jetzt aber das Plakat, 107 Jahre, bestes Plakat des Jahres. Der goldene Nagel befindet sich in sicheren Verwahrung im Fundbüro in Düsseldorf. Ja, jedes Leben ist wertvoll. Mir bricht dann immer ein bisschen die Stimme, aber ist Quatsch. Ja, aber es ist unsere Haltung. Und ich finde es gut, dass es ruhig ist. So, dann haben wir ein anderes Plakat gemacht, das ist noch viel berühmter. Das hier fanden die meisten gut. Jetzt komme ich zu einem, was die meisten schlecht fanden, was aber heute fast ikonisch ist. Das war, dass wir diese Vegan-Umstellung eingeführt haben mit einer Muslima. Weil das die Zielgruppe ist, die, da gibt es keine Zweifel, hier gibt es Flexitarier, ich weiß nicht was alles. Ja. Als Muslim Schweinefleisch zu essen ist schwierig. Und wir haben den Punkt klar machen wollen. Da haben wir einen riesen Shitstorm. Wir sind Teil der Islamisierung und ich weiß nicht was alles. Ja? Ganze AfD hat uns zugemüllt. Ja? Das war aber gar nicht unser Ziel. Wir ertragen es aber gerne. Wir wussten es vorher. Auch ich wusste ungefähr die Qualität. Wir ertragen es gerne. Und wir haben absichtlich, dann kam es auch wieder welche, ja, die ist ja gar keine so richtige Muslima, kein normaler Mensch, sondern Model. Ja, wir machen Werbung. Und ich sehe es nicht ein, dass wenn wir eine Muslima zeigen müssen, ausnahmsweise mal kein Model zeigen. Ja? Das hat es geschafft bis in die RTL-Abendnachrichten. So lauter so Straßenbefragungen und so. Ja? Also mehr als ein Shitstorm. Kann man wirklich so sagen. Aber mindestens 5 Millionen neue treue Kunden. So, und das sind, sage ich ja, das hier zum Beispiel ist dann natürlich auch mit dem ganzen Krawall, das darf man nicht die ganze Zeit machen. Das ist so wie wenn man, außer wenn man Heavy Metal Fan ist, aber wenn man andauernd nur so laute Musik macht, sondern eine Marke braucht auch etwas Ruhiges, etwas Vertrauenswürdiges. Und so sind unsere Spots. Und du brauchst gerade, wenn du digital gehst, brauchst du viele Assets. Gott sei Dank gibt es auf diesem Lebenshof viele Tiere. Und ich zeige Ihnen mal den gleichen Spot zweimal, weil, wie gesagt, der ist nur 15 Sekunden, das ist schon unsere Langfassung. Wir machen auch für TikTok und so auch mal einen schlanken 7-Sekünder. Ja, da haben wir die Chance, dass der auch zu Ende geguckt wird. Ja? Okay. 15 Sekunden. Dinge mal anders machen? Genau meins. Deshalb nasche ich vegan. Mit Katjes. Denn die lieben Tiere genau wie ich. Schmeckt mir einfach besser. Katjes, so schmeckt vegan. Und nochmal. Wir spielen die häufig aus. Dinge mal auch anders wieder machen? Genau meins. Deshalb nasche ich vegan. Mit Katjes. Denn die lieben Tiere genau wie ich. Schmeckt mir einfach besser. Katjes, so schmeckt vegan.
Wir unterstützen auch übrigens, bin super vorbereitet, Lebenshöfe in der Schweiz. Einmal den Lebenshof Tiermensch in, was ist das, Hüttwangen und einen in Hunzenschwil. Ja? Und da war ich so ein bisschen skeptisch, kommt das in der Schweiz so richtig groß an? Und unser Importeur hat gesagt, absolut, ja. Die Schweizer, ja, und ich hoffe, sie geben ihm recht. So. So, unser zweiter Spieler. Ich hätte jetzt auch noch eine Stunde über Katjes noch reden können. Aber um dieses Mechanik-Marketing als Spielidee klar zu machen, die kann man ja One-Hit-Wonder haben oder man kann zeigen, dass man das seriell schafft. Ja? Und wichtig ist, das ist auch wieder wie in der Fußballmannschaft, dass die Spieler Unterschiedliches können, ja? Und nicht alle jetzt einfach nur auf vegan machen, wo es irrelevant ist. Beim Hardcandy ist es irrelevant, weil fast alle Bonbons sind vegan, ja? Weil die eben keine Gelatine drin haben. Wir haben vor 10 Jahren, wir haben auch in anderen Bereichen, wir kaufen oder übernehmen gerne etwas von Konzernen, was für die zu klein ist. Was war zu klein für Procter & Gamble? Vic Bonbons. Die Marke selber ist die größte Erkältungsmarke der Welt, wächst auch unglaublich, ja, ist total erfolgreich, total dominant. Vic Bonbons sind aber ganz tief in der Marke drin. Warum? Das erste Produkt war Vic Vaporub, also Menthol, was so ausströmte. Und das zweite Produkt, das der Apotheker Richardson gemacht hat damals, war schon die Bonbons. Und das ganze Medi-Night und so war da noch nicht am Horizont sichtbar. Das, was im Grunde heute jetzt die großen Umsätze macht. Der Spieler sieht so aus. Und wer glaubt, ich habe vorhin einen Fehler gemacht, Süßwaren sind für nichts gut, habe ich gesagt. Ich habe den Dr. Feige vor seinem letzten Auftritt damit gerettet. Ja. Deswegen hat er so flüssig gesprochen, wie sonst auch. Die Strategie ist ganz einfach kühlendes Menthol. Anders als in der Hauptmarke Weg dürfen wir bei Süßwaren, was es ja nach wie vor ist, auch wenn es zuckerfrei ist, ja, gibt es so Verordnungen weltweit oder europaweit, dass man eben bei Bonbons keine gesundheitsbezogenen Aussagen machen darf. Was wir aber dürfen, ist Produkteigenschaften zu sagen. Nicht im Sinne von Wirkung, sondern einfach nur, was hat das für eine Eigenschaft? Und deswegen fing das an mit warum? Es kühlt erstmal. Menthol kühlt. Und deswegen ist die Spielidee, sorry, zwei Worte, kühlendes Menthol. Kühlendes Menthol. Damit hat das alles auch angefangen, Vic Blau und so weiter. Inzwischen machen wir immer Vic Plus. Das ist die Idee, dass unser neuestes Produkt ist Vic Plus Salbei. Also es ist nach wie vor Menthol, aber das Salbei obendrauf. Der Kunde will immer alles, wir geben es ihm. Ja? Du musst nicht entweder Menthol oder Salbei, sondern du kriegst es in beides. Es wirkt auch fantastisch. Ich werde das jetzt gleich mal demonstrieren. Weil auseinanderziehen kann ich es nicht. Nachher verkaufe ich auch noch Heizdecken. So, ja, also die Spielidee ist, glaube ich, klar. Und das Überraschende ist, die ist unbesetzt, die gibt es bisher nicht. Es gibt auch andere Mentholbonbons, aber es gibt keine Marke, die komplett Menthol ist und dann immer Zusatzeigenschaften, in dem Fall meistens Kräuter oder auch Zitrone oder sowas dabei hat. Ja, und das Symbol für diese Kühlung ist schon, das haben wir nicht erfunden, aber wir vermarkten es jetzt, der Eisbär. Überraschung, ein kühlendes Symbol. Wieder mit Tieren, wir sind ganz eindimensional. Ja. Sie sehen auch gleich den Spot, rat mal, was da auftritt. Ja. Natürlich müssen wir auch Bilder liefern, die im Kopf bleiben und die schön sind. Kranke wollen keine Kranken sehen. Ja. Das ist so. Das ist aber nicht meine Erkenntnis, sondern die von Procter & Gamble, ja. Mit dem wir super zusammenarbeiten. Also da hört man ja sonst immer was anderes. Wir lernen von denen.
Ist übrigens auch toll. Ich bin auch hier schon länger und ich lerne hier. Ich finde das toll. Ja? Ich erzähle zwar über mich, aber ich will auch immer was haben. Also den Vortrag von Frau Müller vorher, fantastisch. Ja? Ganz groß. Jetzt schweife ich ab. Ich wollte noch sagen, besser kann man es nicht machen, als sie es gemacht hat. Also, das Produkt, das Spielerprofil ist, glaube ich, deutlich geworden. Das ist verteidigungsfähig. A, der Hintergrund der größten Erkältungsmarke der Welt. B, diese Eigenschaft Menthol immer und dann immer dazu. Das Zweite ist dann aber, wie setzt man das um, ohne dass man A, Kranke zeigt und B, irgendwie trübsinnig wird. Ne? Weil das ist ja meistens in den dunklen Monaten und so weiter. Und jetzt hatten wir natürlich, guckten auf die Packung und dachten, ja, da ist ja ein Tier drauf, lass uns mal mit dem drehen. Ja, ist schwierig, hat man mir dann gesagt. Die meisten Eisbären fressen ihr Gegenüber. Die Idee ist nämlich mit einer jungen Frau und dem Eisbär, das wollte niemand riskieren. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt erstmal den Film und dann erzähle ich Ihnen was ein bisschen als Hintergrund. Das noch hier die Tierfarm. Will sich noch mal jemand das angucken und hinfahren? Ja. So, alles von mit Katjas finanziert. So. Mit. Spüre die Luft der Arktis, wie Hustenbonbons mit kühlendem Menthol. Klar nochmal, damit Sie auch morgen in den Laden rennen. Spüre die Luft der Arktis, wie Hustenbonbons mit kühlendem Menthol. Gut, die Story wird klar. Was nicht klar wird, ist, dass es den Bären gar nicht gibt. Dieser Bär, ich kann gleich noch ein drittes Mal zeigen, ist im Computer generiert. Und zwar so gut generiert, dass er im Augenblick in diesem Jahr, in diesen 3 Wochen, jeden Preis in Europa und in den USA gewonnen hat. Wir waren vor 3 Wochen... hat er in Clio gewonnen in New York, das entspricht so Cannes in den USA. Wir haben den London Creative Award gewonnen und wir haben am Freitag 2 goldene Nägel gewonnen für diese Animation. Und wie die entstanden ist, da vielleicht ein kleiner Hintergrund, so fängt es an. Und das Tolle ist, wenn mit dem Bär einmal für sehr viel Geld, mehrere Wochen sitzt der Rechner dran, kreiert haben, können wir jetzt weiter mit ihm arbeiten. Wir machen also die weiteren Spots mit diesem Bären, der kann sich bewegen und alles, Tanzbär, ja. Und wir stellen ihm Leute gegenüber und so weiter. Ist absolut großartig. Das Lustigste ist, dass mich einer unserer Marketingmanager gefragt hat, wie wir das denn gemacht hätten und warum der Alpaka so künstlich aussehe, ob der im Computer gemacht worden wäre. Wirklich. Das haben die meisten gedacht, weil diese Alpakas sehen ja so ein bisschen schräg aus, so der Hals ist breiter als der Kopf und so. Da denkt man, das kann nur im Computer gemacht werden. Nein, das ist die Natur. Und dieser wunderschöne Eisbär ist im Computer entstanden. Ja? Und mit dem können wir jetzt unendlich weitermachen. Das ist eine große Freude. Und wir haben ja immer soziale Projekte bei jeder Marke. Und das klingt so wahnsinnig altruistisch. Ich hasse sowieso diese Weihnachtsgeschenke, also one-off. Ja?
Wir unterstützen Pipapo und dann sind wir nicht mehr zu haben. Wir unterstützen diese Lebenshöfe und die unterstützen wir weiter, damit das nicht nur so ein bisschen Windowdressing ist. Und wir sind seit 2 Jahren Partner der Polar Bear International. Das ist die weltweite Schutzorganisation, die Stationen von Spitzbergen bis Vancouver ungefähr haben. Wenn Sie auf unsere Seite gehen, können Sie auch so ein Tracking sehen, wo eine der Mütter, die zufällig Vicky heißt, aber eine reale ist, eine reale Eisbäre, wo die da rumläuft. Ja, und die waren auch bei uns auf der ISM, haben da auch gesprochen. Das ist für die Süßwarenmesse ein ungewöhnlicher Auftritt, ja, dass da ein Forscher aus Spitzbergen eine lange Rede hat. Nicht alle fanden das so doll, aber wir fanden es super. Ja. Und wir machen es nächstes Jahr wieder. Ja. Ja. Wir wollen anders sein und wir wollen sowas langfristig machen. Was auch nett war, die waren bei uns, wir hatten das Bombenwerk ist in, ich habe noch 10 Sekunden, das schaffe ich. Nicht ganz. Ich zeige den Film und dann, ja, war kein Film mehr. So, dann gehe ich noch als letztes auf Ahoi Brause, das ist eben Kindheitserinnerung. Was haben wir da wahnsinnig Tolles gemacht? Wir haben die Brause auch auf Kaubonbons oder Innenbonbons, also als Zutat benutzt. Und da zeige ich Ihnen nur noch einen Spot, weil ich den lustig finde. Ja? Der ganze Marke macht gar keinen Sinn, kein Mensch braucht Brause. Ist aber eine super Kultmarke in Deutschland. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Ja? Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Wenn es die erste Mutprobe ist, traust du dich da im Kiosk was zu kaufen? Ja? Und weil das aber kultig gleichzeitig ist, wir machen überhaupt keine Kinderwerbung, machen wir das mit Friedrich Lichtenstein, den kennen Sie vielleicht damals noch aus der Edeka-Werbung, auch schon seit mehreren Jahren. Die meisten der Texte schreibt er selber, ich entschuldige mich schon vorher dafür. Das war übrigens das Brauseburger Tor, das zu 90% aus Ahoi Brausepulver besteht. Das ist doch verrückt, oder? Spinnig? Ja, mit diesen schönen Worten spinnig bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Achso, bleibe ich noch einen Moment. Ja, also vermutlich spinnen Sie genauso positiv wie Götz Ulmer. Und Sie machen auch alles anders, das ist sehr faszinierend. Jetzt vielleicht, Sie sind so eingestiegen, Sie haben eigentlich, Sie sind Marketing-CMO, haben aber gar keinen Chef oder Familienunternehmen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht so eine Struktur, so eine Eigentümerschaft, um sowas machen zu können? Oder hätten Sie das damals bei Milka auch geschafft, gekonnt? Also für mich persönlich ist es sehr wichtig. Und zwar nicht nur auch im wirtschaftlichen Sinne. Es ist nicht so, dass ich keinen Chef habe, aber wir sprechen uns ab. Wir machen untereinander, auch mit dem Team, also nichts, was wir nicht aushalten können hinterher. Also zum Beispiel auch diese Plakate. Ja? Da spricht man sich besser vorher ab. Und wenn der Shitstorm dann kommt, steht man gemeinsam. Ja? Aber ich muss sagen, ich kann über meinen Kollegen nur sagen, der kann auch gut stehen bleiben. Jetzt, was mich noch erstaunt hat, also erstmal sehr spannend, dass Sie sagen, die Marke in einem Wort beschrieben oder in zweien und vieles danach verzichtbar daneben. Jetzt die Frage vegan, warum ist vegan verteidigbar? Also kann das nicht am Ende jeder, kann nicht, also offensichtlich ja nicht, aber was ist das Geheimnis daran, sowas, einen eigentlich ja relativ banal klingenden Claim verteidigen zu können? Ja, also andere können das auch, tun das auch, aber natürlich nicht in dieser fantastischen Qualität und auch nicht in der Glaubwürdigkeit, denn wir haben das schon, wir haben mit vegetarisch, muss ich sagen, mit 2010 angefangen und seit 2016 haben wir das ganze Sortiment auf vegan umgestellt. Wir sind die einzige Fabrik in der Welt, in unserer Branche, die keine Gelatine benutzt, gar nicht, auch im Export nicht. Und das traut sich keiner. Und das ist zum Beispiel, zufällig fällt mir ein Beispiel wie der Goldbär ein, auch schwierig. Der hat nämlich 7% Gelatine. Wäre schwierig. Alles ist immer erschütterbar, aber also wir wachsen jedes Jahr zwischen 15% und 20%. Im Juni werden wir um 30 wachsen. Unser Problem ist nur die Kapazität. Aber wir bauen. Also,
Keine Sorge, ab November schlagen wir wieder zu. Jetzt ist ja vegan, also mindestens für bestimmte Produktkategorien, für bestimmte Zielgruppen, nicht unbedingt nur eine Qualitätsaussage, sondern wird verbunden mit Verzicht. Wenn ich jetzt mich vegan ernähre, verzichte ich auf andere Dinge. Wie haben Sie das geschafft? Da haben wir ja noch den Zucker. Ja, also keine klassische Verzichtkategorie. Hier geht es um was anderes. Es ist einfach aus der Welt gefallen und untypisch, und das erwartet auch keiner, dass in einem Bonbon Fleisch ist. Ja, das ist so ein dirty little secret, dass wir einfach nur deutlich gemacht haben und eine Unnormalität bereinigt haben. Wir sind das neue New Normal. Ja? Dann müssen Sie ja froh sein, dass es den Haribo gibt, der das eben nicht hat, weil ich erinnere mich, es gab mal eine Kampagne von, jetzt bräuchte ich einen Wick. Ich mach's auf, Sie können weiterreden. Die Frage war eigentlich, Sie hatten ja mal eine Kampagne mit Heidi Klum, wo sie gesagt hat, ganz ohne Fett. Ja. Und das stimmt natürlich. Und absolut. Da hat dann, glaube ich, Haribo ist gekommen und hat gesagt, ja, aber das ist ja jetzt für die Kategorie hier, ihr macht hier gerade böse Tricks oder so. Das stimmt nicht. Weil man kann in Deutschland jedenfalls nicht mit etwas werben, was eine Selbstverständlichkeit ist. Und die ganze geschnittene Ware, also Haribo Konfekt zum Beispiel, hat Fett. Ja? Aber Heidi Klum ist für uns zu teuer geworden. Ist wirklich so. Ja. Wollte plötzlich erst Zehnfache, und ihr Vater, der liebenswerte Günther Klum, ist auch ein schwieriger Verhandlungspartner. Und seit 2010 machen wir das, und jetzt fragen sich dann viele. Am Anfang haben uns alle belächelt. Jetzt hinterher springen alle auf den Zug auf, ist auch normal. Aber haben uns alle belächelt, das wäre ja nur die letzte Idee. Aber sie ist tief wahr, und das ist auch ein Learning aus den beiden Beispielen. Hier haben wir im Grunde was Neues geschaffen und nicht etwas Bestehendes einfach ausgelobt. Wir haben etwas Neues geschaffen. Das hat auch Zeit gedauert, Rezeptänderungen. Wir müssen anders kochen, weil die Masse wird dann zäher, wenn man das mit Stärke macht. Jeder, der Stärke zum Soßenbinden nimmt, weiß das. Ja, also es hat auch gedauert, aber jetzt haben wir einfach einen Vorsprung. Was mich an Ihrer Marke, und das ist auch ein Grund für die Einladung, by the way, war mal Ihr toller Flagship-Store in Berlin-Mitte, neben den Hackeschen Höfen, ein Katjes-Laden. Jetzt, den gab es eine gewisse Zeit, einige Jahre, heute jetzt leider nicht mehr. Was war der Gedanke oder was war auch der Mut überhaupt als Katjes, also ein Fruchtgummihersteller, macht einen eigenen Laden nur mit... Also das war ein veganes Café, muss ich dazu sagen, wo es auch natürlich Überraschung auch unsere veganen Fruchtgummis gab. Das war am Anfang, als wir das angefangen haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, auch vor 10 Jahren, alles ist vor 10 Jahren, war das noch verhältnismäßig neu, und dann war eigentlich, wer durch Berlin-Mitte läuft, gerade bei den Hackeschen Höfen, sieht, alle 2 Meter gibt es ein veganes Café. Ja? So, da haben wir einfach die Alleinstellung verloren, und dann sind wir auch so und sagen, Dankeschön, ist auch nicht unser Kerngeschäft. Aber es war jetzt nicht ein Marketing, also war schon auch ein Marketing-Tool, nehme ich an. Ja, aber oder? Kein richtig wichtiges. Ja. Ja, also eher Nebenschauplatz. Aber sah absolut. Sehr schön aus. Ja, danke. Einer unserer ersten Gäste war Bushido übrigens, mit seiner Frau. Ja, man wundert sich. Also, sehr spannend, ganz herzlichen Dank. Schön waren Sie in der Schweiz und viel Spaß heute Abend noch. Danke Ihnen. Danke.